Herzlich willkommen auch an alle Aufzeichnungszuschauer. Ja, Ukraine-Krieg und Corona. Ja, überall wird nur so berichtet, wie es in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus üblich ist. Wie können wir die Profite mehren sozusagen? Jetzt, wie können die Profite bereitet werden für die weltweite Waffenindustrie? 100 Milliarden vom deutschen Staat für die weltweite Waffenindustrie. Und vorher war es darin, können wir die Profite der Pharmakonzerne mehren sozusagen? Und das alles nicht bewusst, weil ja die vorteilbringenden Irrtümer, also die Irrtümer der jeweiligen Sparten der Gesellschaft, die gerade mal wieder einen großen Schluck aus der Pulle nehmen von der Welt sozusagen, weil die ja keine bewussten Lügen sind, sondern Irrtümer, an die man wirklich glaubt und an die man besonders deswegen glaubt, weil man so viele Milliarden damit verdient, ne? Und von daher ist es also so, dass wir jetzt sagen wollen, wir haben eine Alternative. Wir haben eine Alternative, dass nicht mehr die Waffenhändler, die Waffensparten immer wieder die Menschheit kriegerisch denken lassen. Ja, also die vorteilbringenden Irrtümer der Waffenhändler, die sich in den letzten 400.000 Jahren in der Evolution herausgebildet haben, weil sie immer wunderbare Umsätze gebracht haben und aus uns, den pazifistischen Savannenbonobos, kriegslüsterne und stets kriegsbereite Gewaltbonobos gemacht haben, sozusagen. Dafür gibt es eine Lösung und das ist die GWÖ-GWO-Kombi, die einzige Weltrettungsformel, ja, dass wir also letztendlich Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, Attac Österreich, GWÖ müssen wir diskutieren, kombiniert diskutieren mit der älteren Schwester der GWO, der Gemeinwohlwirtschaftsordnung von Weltrat Next Scientists for Future, the World's Council of Wise People. Und so müssen wir das halt diskutieren, ja. Und die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung zusammen mit der GWÖ, das ist das große Thema, die einzige Chance, die wir haben. Na, die GWÖ, die hat ja auch den richtigen Grundansatz, aber unheimlich viele Kinderkrankheiten in sich, weil sie so jung ist und so wild ist. Der Grundansatz ist aber genau richtig. Die Unternehmen, die uns Gutes tun, müssen Steuervorteile, Auftragsvorteile, alle möglichen Vorteile, die alle am Ende irgendwo finanzielle, wirtschaftliche Vorteile sind, bekommen gegenüber den Unternehmen, die uns eher schaden. Das ist genau der richtige Ansatz, denn die Marktwirtschaft, der Kapitalismus unterscheidet eben nicht zwischen der Schädigung von uns und dem Nutzen uns gegenüber, sondern sagt, egal womit es gelingt, egal womit es gelingt, sozusagen Geld aus uns herauszuholen, auch wenn das über unsere Leichen geht, das ist alles in Ordnung. Denn dieses Wirtschafts- und System erlaubt regelrecht Profite auf Kosten von uns Menschen. Das heißt, ein Waffenkonzern, der mit seinen vorteilbringenden Irrtümern in vielen Regionen der Welt die Menschen
mit kriegerischen Gedanken sozusagen inspiriert hat, also mit den entsprechenden vorteilbringenden Irrtümern der Waffensparten inspiriert hat, ja, diese Waffenkonzerne verdienen dann halt richtig gut an den Kriegen, ja, und die russischen Waffenkonzerne und die amerikanischen Waffenkonzerne haben so lange rumprovoziert mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, die sie natürlich für Wahrheiten halten, bis eben überall die Bereitschaft in den Köpfen entstand, kriegerisch zu reagieren und ja, und Putin eben dann durchgedreht ist und kriegerisch reagiert hat. Ja, und die GWO geht natürlich noch viel weiter als die GWÖ, nämlich die GWO sagt, wir müssen bei allen Sparten, wir müssen bei allem Arbeitenden in der Welt Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand messen. Und hätten wir das schon seit 1900, circa 1980 gemacht, wo der weltweit wichtigste Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, Das egoistische Gen, Professor Richard Dawkins, als er auf circa 3 Seiten die Grundlagen alles gemeinwohlwirtschaftlichen Denkens, der Grundkonzeption Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft, verdeutlicht hat am Beispiel der Rechtsanwaltssparte und deren Schädlichkeit für unsere Gesellschaft und für uns Menschen. Da, wenn wir das schon da eingeführt hätten, dann hätten wir jetzt über 40 Jahre Gemeinwohlwirtschaft und dann hätten wir alle mittlerweile so starke Immunsysteme, weil eben diese ganzen Giftschweinereien, die die ganze Welt durchziehen, alle schon verschwunden wären, weil nämlich die, wie gesagt, wenn sie als Unternehmen die Gifte aus der Welt, aus ihrer Nahrungsproduktion und so weiter nicht entfernen, dann gehen sie ja pleite, weil es wird ja gemessen, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden, also aller Sparten, Mitglieder und so weiter entwickeln. Und dadurch hätten wir längst eine blitzsaubere Welt mit rückgezüchteten Ursorten, mit der gesündesten Nahrung, die wir uns vorstellen könnten. Wir hätten die Hausarzt gesund, wir hätten also die Supermärkte wären also Gesundheitsanregungsmärkte und die mit roten bis grünen Ampeln, mit Ernährungsberaterin oder eben noch, vielleicht noch viel besseren Ideen. Und wir hätten die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften mit ihrem faszinierenden, spaßmachenden, kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot, wo wir unsere Freizeit gerne verbringen und alles Richtung uns alles hilft, uns Richtung eines gesünderen Lebensstils und Lebens zu bewegen. Und dann hätten wir so starke Immunsysteme, dass es auch die winterliche Grippewelle und Corona-Wellen, das alles gar nicht mehr gegeben hätte, ne? Aber genau das kann der Kapitalismus nicht, die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft kann nur vergiften und kann nur zerstören, ja, und das ist halt das Dilemma, in dem wir leben, ne? Und ja, von daher, hier hatten wir es ja auch in Schrot und Korn, ja, zum Beispiel hier, im Heft 2, Seite 4, 2, 22, 4,
44, 45, glaube ich, ist das hier von den Seiten her anders wirtschaften, wo ja eben immerhin, das ist ja auch das Gute an unserer jungen wilden Schwester der Gemeinwohlökonomie, dass sie eben wenigstens überall berichtet wird. Wahrscheinlich wird sie allerdings überall berichtet, weil sie so jung und wild ist. Hier im Manager-Magazin Österreichs Trend.at. Sie sehen, können es ganz oben links lesen, hier da vielleicht Trend.at. Der Artikel, das Interview mit zweien unserer Professoren und mit mir über eine Gesundheitsreform für ein Wirtschaftswunder, also eine GWÖ-GWO-Kombi, Gesundheitsreform und die Grundgedanken dazu. Das gibt es natürlich dann auch alles als Video, hier Artikel in der größten Pflegezeitschrift und ja, hier war es in der Bild-Zeitung über Next Scientists for Future, natürlich alles falsch geschrieben. Anstatt Scientists for Future steht da Science for Future. Naja, das ist ja, und ja, und hier der berühmte Dr. Franz Alt, der berühmte ARD-Journalist, mit dem Artikel über den Weltrat und hier das nochmal die zu dem 900 Milliarden 7-Jahre-Plan fürs Klima, das wir angeboten hatten, aber das Greta Thunberg und Luisa Neubürger nie abgeholt haben. Ja, die Partei des Gemeinwohls, ja. Und entscheidend ist also wirklich, dass wir uns klar machen, Corona und Corona und Ukraine-Krieg sind reine Kinder der Marktwirtschaft. Ja? Die Leute denken immer, sie leben in der Marktwirtschaft, aber alles Schlechte hat nichts mit der Marktwirtschaft zu tun. Dabei kommt alles Schlechte, was wir erleben, zu 99% nur aus der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist das System, was das ganze Leiden produziert. Weil eben unglückliche Menschen kaufsüchtiger und konsumsüchtiger werden, entstand eine nicht bewusste Evolution. Jeder Frühhändler, der Irrtümer entwickelte, die unser Leben unglücklich machten, wurde ja quasi belohnt durch riesige Verkaufserfolge, durch unsere Konsumsucht. Und natürlich, warum soll er dann seine Denkweise ändern, wenn er so reich damit wird? Also behält er seine vorteilbringenden Irrtümer bei und die werden weiterhin ausgesandt an die Gesellschaft, an die Welt, ja, und was haben wir hier? Also Sie sind ja jetzt gerade in der wissenschaftlichen Tagesschau heute, unserer Mini-Online-Universität von Weltrat der Weisen und Next Scientists for Future. Und wir bieten ja an, einmal die Gesellschaftstherapie durch Gemeinwohlwirtschaft GWW, beziehungsweise die GWÖ-GWO-Kombi. Die Gesellschaftstherapie GT und das SC ist das Staatscoaching, Parteiencoaching. Ja, wir beraten ja die Partei des Gemeinwohls und coachen sie. Parteiencoaching, Staatscoaching, das wäre aktuell, wenn wir wirklich hoffentlich irgendwann bald Vizekanzler Habeck beraten dürfen, wie es ja uns in Aussicht gestellt wurde und ja, und dann haben wir hier die GUK, das ist das Großunternehmenscoaching. Ja, aber das ist halt so, dass eben immer die ganzen inkompetenten Leute halt denken, sie bräuchten nicht die Beratung des Weltrates, weil sie doch so schlau wären. Dabei ist alles, was in der Marktwirtschaft geschieht, leider eine einzige Dummheit, eine Menschheitsdummheit.
Aber gut, gegen die Dummheit ist kein Kraut gewachsen und die Dummheit der Menschheit, soll ja Albert Einstein gesagt hat, dass die unendlich ist, da sei er sich ganz sicher. Und leider läuft alles immer darauf hinaus, dass wahrscheinlich es keinen Ausweg aus dem Kapitalismus gibt, weil er auch zu Gehirnschwund führt, zu einer Rückevolution der Gehirne führt und zu einer toxischen Gehirnschwund dazu führt. Und diese Summe aus Gehirnrückgang führt dazu, dass die Intelligenz nicht mehr ausreicht, um den Kapitalismus, die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft überhaupt in ihrer Fehlerhaftigkeit und ihrer Tödlichkeit für uns alle zu verstehen. Ja, auch das Klima, wie war das? Kapital kann kein Klima. System Change, not Climate Change. Ja, da gab es mal Ahnungen, aber dann hat sich diese Bewegung doch wieder für den rechten Weg entschieden, nämlich rechte Politik zu machen, nämlich kapitalismusfreundlich zu bleiben. Ne? Und auch vielleicht auch ein kapitalistisches Geschäft zu bleiben auf Kosten der Menschen. Ja, und hier Gesundheitscoaching, Ernährungsberatung und PB, ja, Präventionsberatung, BPB. Dann haben wir die Individualtherapie, da haben wir ja die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie. Das heißt also, in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften wird die einzige Psychotherapie-Variante, die dann noch angewandt werden wird, ist die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie oder Technik, ja. Psychologische Beratung, und dann die Mehrgenerationen beziehungsweise Lebensgemeinschaften beziehungsweise Kommunensupervision gehört zu unseren Aufgaben. Und das können wir so auch in den Talkshows, können wir da Pläne, in den Wandelgesprächen zum Beispiel, wo wir ja die Technik übernehmen im Moment, können wir sozusagen jederzeit auch ein Plenum einschalten, Konflikte, Mediation, Konfliktbearbeitung, zweitens Irrtümer. Ja, wir wollen ja jetzt auch mal versuchen, am Samstag vielleicht die Ausweicheritis anzufangen, zu beenden, ja, so dass es reicht ja nicht, einfach nur alle zum Gespräch zuzulassen, unzensiert, sondern es muss dann auch noch verhindert werden, dass alle immer wieder voreinander ausweichen und einfach nur wieder ihre Irrtümer vor sich hin predigen, sondern wir müssen ja sozusagen mit Schachuhrtechnik sozusagen sagen, Wechsel, und dann läuft die Zeit desjenigen, der das Wort übernommen hat, dann kann er wieder sein Gegenargument formulieren und so können wir dann versuchen, die Irrtümer zu reduzieren in der Gesamtmenge aller Teilnehmenden, in den Gehirnen aller Teilnehmenden. Also es geht ja darum, die vorteilbringenden Irrtümer herauszuschmeißen aus den Gehirnen, ja. Deswegen heißt es ja auch vorteilbringende Irrtümer Aussterbenstechnik oder Therapie. Ja, und dann die dritte Frage im Plenum. Natürlich fühlen sich denn alle super wohl in der Gemeinschaft, super glücklich und so weiter. Und das sind so die Dinge. Ja, und hier sieht man es nochmal. Also wenn man hier die Summe, alle Sparten der Welt nimmt, sprechen ja heute eben besonders über die Waffensparten, da stehen sie schon, und über die Gesundheitssparten hier die Gesundheitssparten, die eben alle ihre vorteilbringenden Irrtümer, VIs, gedünstet haben in die Welt seit Hunderttausenden von Jahren sozusagen. Und dadurch unser Denken sozusagen hörig gemacht haben, so dass wir
dass unser Denken voll ist von diesen vorteilbringenden Irrtümern, was uns zu billigen Kunden für die Gesundheitssparten und zu Opfern und Kunden für die Gesundheits- und Waffensparten macht. Und überall, alles ist durchdrungen, alle Politiker denken in kriegslüsternden Kategorien und kriegsfreundlichen Kategorien und Pharmakonzern profitfreundlichen Kategorien, alle Journalisten, alle Universitäten, überall fließen diese Gelder hin, überall über die Werbespots kriegen die Journalisten, überall in die Spielfilme hinein, über Product Placement Fee fließen die ganzen Gelder und so weiter, über Spielfilmunterstützung. Ich denke, zum Beispiel die Waffenkonzerne werden auch so solche Filme wie Top Gun oder ähnliches und Computerspiele mitfinanzieren, weil die alle die Kriegsbereitschaft in den Menschen erhöhen und das kriegslüsterne Denken erhöhen. Ja, und so kommt es also. Und ja, und wie gesagt, in der GWÖ-GWO-Kombi wird alles umgedreht, also wird der Kapitalismus beendet, die soziale Marktwirtschaft endlich beendet. Und ja, es wird quasi hier, wo die vorteilbringenden Irrtümer jetzt im Kapitalismus Vorteile gebracht haben, so dass man sehr viele leibliche Nachfahren, die dann auch die eigenen Unternehmungen ja übernehmen, großteils in die Welt setzen konnte und viele Azubis, Lehrlinge, Schüler und dann Akademien mit ganzen Studiengängen. Ja, das ist ja das Wahnsinnige, dass also die Industrie, Gesundheitsspartenindustrie, an der Hochschule gelehrt wird als Scheinwissenschaft, als Pseudowissenschaft, Medizin, wo eben unterrichtet wird, wie man Kohle macht, mit welchen Irrtümern man Kohle macht, aber das mit Wahrheit nichts zu tun hat, wo alle Studien, die gemacht werden, reine Irrtumsstudien sind, wo also inkompetente Wissenschaftler Pseudostudien machen, damit das Ganze vor der eigenen Psyche und vor dem eigenen Bewusstsein den Anschein und die Illusion einer ansatzweisen Wissenschaftlichkeit erhebt, die aber durch nichts gegeben ist. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt einen Studiengang McDonald's an der Universität hätten, dann würde ja auch zum Glück hoffentlich keiner glauben, dass das irgendwas mit Wissenschaft zu tun hätte. Aber zum Beispiel Sozialarbeit oder Sozialpädagogik oder alle solche Sachen, das sind Industrien, das sind kommerzielle Industrien. Das hat doch mit Wissenschaft nichts zu tun, ja. Diese Vermengung zwischen Wahrheitsfindung und Berufsausbildung zum Zwecke des Profitemachens und Geldmachens, das hat aus den Universitäten selbstverständlich dann pseudowissenschaftliche Universitäten gemacht und so weiter. Ja, und die Kunst ist eben, ja, und in dem Kapitalismus sterben eben die Wahrheitsträger aus, weil sie nicht genügend Profite machen können, verglichen mit den konkurrierenden, in Wettbewerb dazu stehenden, sich irrenden Frühärzten, Frühhändlern, Sparten, Mitgliedern, die alle sozusagen mit ihren Irrtümern die Welt manipulieren, einer Gehirnwäsche unterziehen, so dass die alle sich in willfährige Kunden verwandeln, in Käufer und Kunden und Opfer und in den Krieg ziehenden und so weiter. Und hier gibt jetzt also die GWÖ-GWO-Kombi, straft die jetzt finanziell ab. Das heißt, wenn Sie Ihre Irrtümer weiterfahren, dann aus den Irrtümern machen wir jetzt nachteilbringende Irrtümer und aus den Wahrheiten machen wir vorteilbringende Wahrheiten. Wir kehren also die ganze Welt um, vom Kopf auf die Füße. Ja, und dadurch wird sich das alles wieder, all der Wahnsinn, all die 400.000 Jahre Elendsentwicklung im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft wird sich wieder umdrehen. Ja, also, und wir können Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand
aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner alles Arbeitenden zum Beispiel erfassen mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimmen. Wir können auch einsetzen, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand, damit wir also sozusagen, damit jeder Arzt auch interessiert wird an den Schwerstkranken, weil er für die dann viel größere Verdienstchancen hat, weil die ganz einfach letztendlich ja eine höhere, viel höhere Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve haben. Und wenn der tatsächliche Gesundheitsaufwand dann unter der zu erwartenden Werten liegt, dann kriegt der Arzt schon die ha das Hausarztgesundheitsteam dann schon fürstliche oder das Hausarztgesundheitsgemeinschaftsteam dann schon fürstliche Honorare. Sozusagen, so dass dann auch regelrecht schwerstkranke Menschen begehrt sind von den Praxen, ne, und von den Teams, ne. Ja, und so, man könnte noch drüber nachdenken, auch über die Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie. Man sollte schon einsetzen, auch die Steuer- und Abgabenleistung, zum Beispiel zur Messung der Ergebnisse des Bildungssystems. Und man sollte eben vielleicht auch noch mit einbeziehen die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, damit eben auch zum Beispiel eine Hausarztgesundheitsgemeinschaft keine Gefälligkeitskrankschreibungen macht, damit der Arbeitnehmer die Fußball-WM auf Kosten seiner Firma zu Hause in Ruhe schauen kann und ja, der Arzt ein Gefälligkeitsdings ausschreibt und das würde ihm dann finanziell angerechnet werden, ja, diese ein Übermaß an unnötigen Krankschreibungen, ne? Ja, und so haben wir viele Steuerungselemente und so weiter. Und hier sehen wir es nochmal, also die teuflischen Systeme sind der Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, soziale Dreigliederung, DDR-mäßiges, ja, soziale Dreigliederung, da geht es letztendlich auch wieder um Verstaatlichung von Dingen, als ob das die Heilung wäre. Und hier haben wir den gesunden Bereich bis hin zum Leistungs- und Wettbewerbs- beziehungsweise Konkurrenzkommunismus, Sozialismus. Alles die Gemeinwohl, Wirtschaftsordnung, das Wort Orientierte müssten wir eigentlich wegstreichen, ja. Und dann hier, das Schlimme ist der neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, sozial, marktwirtschaftliche Raubtierkapitalismus, den also zum Beispiel auch dieses World Economic Forum vertritt. Hier können Sie selbst auch nochmal alle Sparten eintragen. Hier haben Sie einige der Sparten. Die gefährlichsten sind die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, weil sie dieses ganze Länder in Armuts, die ganze Welt in Armuts- und Hungerleider verwandeln, weil das ihre Kundschaft ist und dadurch natürlich die ganzen Staaten ruinieren und immer mehr abwirtschaften und die Nahrungssparten vergiften uns, die Gesundheitssparten machen uns krank, die Waffensparten bringen uns die kriegstreiberischen Gedanken, die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten zerstören unser Lebensglück durch ihre vorurteilbringenden Irrtümer, auf dass wir kaufsüchtig, konsumsüchtig, esssüchtig werden, alkoholsüchtig. Die Behördensparten streuen vorteilbringende Irrtümer aus. Die Behörden, die Karriere- und Aufstiegschancen in den Behörden vergrößern durch ein wahnwitziges Aufblähen der Behörden, zum Beispiel das Arbeitsamt, das alles durch die vorteilbringenden Irrtümer in nicht bewusster Weise alles dafür tut, die Zahl der Arbeitslosen zu vergrößern und so weiter. Und die Medien, anstatt uns zu dienen, dienen sie allem Möglichen, aber nicht uns. Und so weiter. Und die Politik genauso. Deswegen brauchen wir die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Ja, und so. Hier können Sie noch mal andersrum noch mal ein bisschen was lesen. Und
Ja, da haben wir es nochmal, die Sparten. Das ist, also die Welt ist durchdrungen von Irrtümern. Der Mensch von heute ist durch Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, durch vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer, Viren des Geistes, irrationale Kognitionen, wahnsinnig verrückt. Geisteskrank, nennen Sie es, wie Sie wollen. Die Menschen sind wahnsinnig und deswegen tobt auch überall der Wahnsinn weiter. Aber wie gesagt, GWÖ, GWO-Kombi würde das alles sofort beenden. Ja, da könnten wir alle sofort da rauskommen. Und ja, das war's für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, hier war es dann auch nochmal. Ja, das ist auch so von 1990. Das waren dann schon die ersten GWO-Gesundheitsreformkonzepte, die schon fertiggestellt und marktfertig waren. Ja, während die GWÖ bis heute noch keine richtige Gesundheitsreformkonzeption hat. Aber da, so ist das mit den jungen Wilden. Ja, und eben. Ich erinnere nochmal an die Reform der 5%-Hürde, der, wo ja in diese Richtung geht ja auch das Wahlbündnis, ne? Wenn es denn noch mal irgendwann richtig in großen Stile in Gang käme. Die Reform der 5%-Hürde wäre sicherlich auch immer sinnvoll. Keine Stimme geht mehr verloren, wird bei Nichterreichen der 5%-Hürde einer festgelegten Partei zugerechnet. Aber abgezogen, das muss alles noch zu Ende diskutiert werden und ja. Und wie gesagt, falls die Bürger sehr viel demokratische Dinge machen wollen, wir haben das ja alles im Programm, haben das ja alles ausentwickelt, ja, hier Volksentscheide, Verfassung, das war damals noch zu der Gesundheitsreform der ersten GWO-Gesundheitsreform, circa 1990. Wie gesagt, 1980 hätten wir eigentlich schon mit GWO beginnen können. Da war alles eigentlich schon fertig. Aber der Wahnsinn der Menschheit, die Verrücktheit der Menschheit verhindert das. Und ja, wir werden immer dümmer im Kapitalismus und wir werden immer verrückter und das ist keine gute Kombination. Verrückte, wahnsinnige, immer dümmer werdende, wahnsinniger werdende, hier nochmal das Wahlbündnis, immer wahnsinniger und verrückter werdende Menschen machen halt weiterhin alles kaputt und ja, hier Kommunensupervision hatte ich ja eben genannt. Ja, also dann, die nächste Sendung wird ja dann wohl wieder die Samstagstalkshow sein, wo es vielleicht darum gehen soll, die Ausweicheritis zu beenden, wo wir vielleicht einsteigen mit so einer Diskussion, dass also Diplom-Theologe Wagner hier ja aus naturwissenschaftlicher Sicht völlig unerlaubte Vergleiche bringt, also den Menschen mit einem weißen Blutkörperchen gleichsetzt, während der Mensch ein Säugetier mit Geschlechtsorganen ist, mit Fortpflanzungsorganen, mit einer völlig anderen Motivationslage, mit einer völlig anderen genetischen Situation. Also es gibt keinen größeren Gegensatz zwischen einem weißen Blutkörperchen und einem Säugetier, einer eigenständigen reproduktiven Einheit, ja. Da gibt's keine größeren Gegensätze. Ja, jetzt beende ich als erstes die Aufzeichnung. Tschüssi. Ich winke nochmal in die Kamera, liebe Aufzeichnungszuschauer. Und tschüssi.